Kontrolle in der in der kleinen Küche gemacht und die Spätzle haben wir in der Stadt gemacht. Der Thomas Wimmer war überpünktlich, er war dort Ehrengast auch und das waren ungefähr 600 Leute, wir sind nicht näher gekommen. Und dann kommt er eine Viertelstunde früher, um 6 Uhr, jetzt ist er, um 3:45 Uhr war er schon da. Dann sagt er, wann gibt's was zu essen? Da sage ich, Herr Hofbürgermeister, 6 Uhr. Ich muss noch auf eine Pressekonferenz. Ja, ich muss jetzt essen. Sage ich, Herr Hofbürgermeister, die Schmetzel sind doch nicht da. Dann sagt er, er mag keine Schmetzel. Dann haben wir den Hirschbraten mit lauter, ich bin von der Semi nicht drin, haben wir den Hirschbraten mit Semi. Dann sind wir zu Semi ausgegangen, dann haben wir ein Hausbrot dazu gegeben. Dann haben die Umweltschützer natürlich gesagt, ich hätte keine die Figur abgegeben. Und ein Jahr drauf haben wir das dann so. Herzlich willkommen. Als erstes möchte ich Karl begrüßen. Ich freue mich, dass die Frau Demeter heute da ist. Er ist der Vorstand der Tauran-Wagner-Stiftung mit dem Herrn Schäuble und dem Geschäftsführer Martin Leiber. Martin Lieber, natürlich Martin. Und dann begrüße ich natürlich ganz besonders Geschäftsführer aus der Sinnerbrauerei, den Herrn Dr. Martin Leiber, den Herrn Werner Meyer und den Herrn Arno Obermeier, die Gesellschafter der Augustinerbrauerei, ganz besonders auch die Frau Lotte Schmidt. Die Schwester von Herrn Direktor Schmidt, herzlich willkommen, Frau Schmidt. Dann natürlich herzliches Willkommen auch an die Geschäftsführer der Augustinerbrauerei noch und die Mitarbeiter der Brauerei. Herzlich willkommen unsere Stammgäste, die uns durch das Jahr bringen. Das ist immer ein kleines Dankeschön für die Treue. Das ist ein Stammtisch, der älteste Stammtisch. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, das ist vom alten Verein seit 1896. Und dann natürlich an der Stelle auch ein Dankeschön an unsere Mitarbeiter. Wir haben eine super tolle Mannschaft, die im Biergarten immer fleißig sind, wir sie alle versorgen. Und eine Mannschaft, die auch teilweise sehr lange schon da ist und sehr treu ist. War bei unseren Vorgängern schon, also ich habe Kellner, die haben schon drei Wirte erlebt, überlegen mich wahrscheinlich auch noch. Wir machen es wieder kurz, weil die Maria hat natürlich auch was zu sagen. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Danke, dass Sie alle da sind. Guten Appetit und einen schönen Abend zusammen. Und Prost zusammen. Dieses Fest zustande kommt und dass wir alle nichts dran haben. Sie haben schon gemerkt am ersten Satz, dass ich nur wahre Geschichten erzähle. Dazu gehört, dass ich Ihnen die langjährigen Mitarbeiterinnen noch mal vorstelle. Die Anni und die Gina, die Original, Maria
die ist leider nicht aus Boston, aber sie lässt sich alle herzlich grüßen. Also nochmal, die wahren Worte, es ist ja nichts, was heute noch uns oft abgeht, dass die Politiker uns genau sagen, wo es lang geht und wo es hergeht und wo sie geht vor. Der einzige Politiker, den ich als lupenreinen, wahren Menschen bezeichnen möchte, war unser geliebter Oberbürgermeister, der Thomas Wimmer. Dann hat er nach jedem Absatz gesagt, nicht wahr? Und damit hat er uns allen sagen wollen, dass das nicht wahr ist. Was ich war mal gestern, weil ich schon ein paar Mal angesprochen worden bin, die Sendung über die Wiesn, bei der ich auch ein bisschen dabei war. Die Aufnahmen waren vom Jahr 1959 und sie haben deswegen eine große Bedeutung, weil es das letzte Mal war, dass die Wiesnwirte, in dem Fall war es der damalige Sprecher der Wiesnwirte, die Stadt überrumpelt hat und den Bierpreis erst am Tag der Eröffnung der Wiesn bekannt gegeben hat. Das hat sich die Stadt ein zweites Mal nicht mehr gefordert. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich mit dabei war. Habe ich mich auch um den Augustinerkeller beworben, nicht weil ich einen Höhenflug bekommen habe, sondern weil der Krausepp, der damalige Wirt, mich aufgestessen hat und gesagt hat, du magst den Augustinerkeller? Was eine blöde Frage war, nicht? Der will ich nicht. Und hat dann natürlich sofort Ja gesagt, aber ich war überrascht, wir wussten nicht, ich soll es vorstellen. Er hat schon eine Überlegung angestellt, finanziell. Er hat gesagt, wir gründen miteinander eine Firma, weil der alte Herr kam mit Kommerzienrat, glaubt das nicht, dass du das allein zusammenbringst und deswegen machen es wir zu zweiten. Und die Einlage bringst du zur Hälfte gleich einmal mit. Na, da war ich, habe ich schon ein bisschen klarer gesehen, wie das laufen soll. Und er hat gesagt, wir müssen den Herrn Kommerzienrat darauf vorbereiten. Den darf man nicht mit der Tür ins Haus fallen. Und hat dann einen Termin ausgemacht und schon war ich im Gesprächszimmer oder wie das geheißen hat. Und da hat er dann gesagt, ja, gehört. Er hat ein bisschen feierliche Stimme gehabt. Habe ich gehört, Sie interessieren sich für eine unserer Gaststätten. Lieber Hoppala, das ist schon anders so. Dann hat er mir die Listen bringen lassen und ich habe natürlich auf einen Blick gesehen, dass der Augustinerkeller nicht draufsteht. Dann hat er gesagt, ja, Herr Kommerzienrat,
Die Wirtschaft, für die ich mich bewerben will, die steht ja gar nicht drum. Ja, sagt er, für welche Wirtschaft interessiert sie dich denn? Da habe ich gesagt, für den Augustinerkeller. Da hat er gesagt, für den Augustinerkeller, da haben wir doch einen Wirt. Sag ich schon, aber der hört auf. Ja, sagt er, der Herr Kraus hört auf. Kraus, sag ich, der hört auf. Wer hat denn er denn gesagt? Ja, sag ich, er selber. Sagt er, das sagt er zu mir schon seit 25 Jahren. Das läuft ja nicht so, wie du wanderst. Ja, da hat gesagt, du, der ist halt einmal so aufgeregt. Ja, sag ich, aber macht mir ein bisschen wieder anders aufgeregt. Aber dazu kam es nicht, denn der Krause hat mich da eingespannt in eine Vertragsverlängerungsgeschichte und wollte so politischseitig dem Herrn Kommerzienrat bloß ein bisschen Angst machen, sodass der sagt, Herr Kraus, lass uns das sehen, der Vertrag ist verlängert. Der Herr Kraus war ein besonderer Wirt. Und er hat auch seine Spazettel gemacht. Und vor allen Dingen mit den Gästen, die Buchhalt haben, um ein Bier zu zeigen. Weil das war damals fast eine Plage, nicht für ihn, weil er halt oft Druckhalt war. Und dann hat er sich ein Bierzeichen an einem Gummibandel hinein lassen, hat das Gummibandel in sein Ärmel versteckt. Und wenn er einen Druckhalt hat, dann hat er das Bierzeichen in den Handdruck. Und in der gemeint hat, jetzt hat er es. Und das auslassen und dann war es wieder bei ihm. Er hat mit der Augustiner Brauerei selber auch festgehalten an der Überlieferung, an der Tradition. Und er hat in erster Linie auch die Bestuhlung im Zelt in Augustiner dazugehört. Und das Augustinerzelt war das letzte Zeit mit einer Bestuhlung. Und er musste beziehungsweise die Brauerei das Inventar auswechseln und Bänke und Tische und die Stühle hätten das müssen. Da war er zum Freund direkt aufgeregt, hat mich nur einen Tag vor der Wiesn rübergeführt in sein Zelt und hat Headball geworden und hat gesagt, stell dir vor, jetzt machen wir diese schöne Zeit kaputt. Dann sage ich, du, jetzt reg mich nicht auf. Wenn es nicht hier haut, dann halt immer nur mehr auf die Presse und schauen, dass wir was bewegen können. Dann bin ich am Sonntagabend, bin ich zu ihm rüber ins Zelt und habe gesagt, Sepp, müsst man was machen? Da hat er gesagt, nichts macht man, 35 Hektoliter habe ich mehr gebraucht. Ich bin dann ein paar Jahre drauf zu Sprecher der Wiesenwirte, mehr oder weniger gewählt worden, also ich kann mich nicht mehr so recht erinnern, aber
aber tut empfehlbar diese demokratische Einrichtung eigentlich weniger. Und vorher war ich der Vergnügungswart bei den Wissenden. Und der Heilmannsegger hat damals in sein Gut Nasion in Tittstaudenhof. Da hat er gesagt, du, da machen wir schön sitzen. Da sage ich, ich hab schon eine Vorstellung. Wir machen aufgeschmolzene Brotsuppen und einen gemischten Presssack. Und hier noch einen Kaffee und dann machen wir Lappbrot. Und sagen so, die Wirte sollen aber im Rokoko-Kostüm erscheinen. Das wird ein bisschen der Schrecker. Also, das ist natürlich nicht möglich gewesen, weil ich dann gesagt habe, so ein Blödsinn mache ich mit. Aber da sage ich, da müssen wir was anderes machen. Da haben wir einen kleinen Vergnügungspark aufgezogen. Aber es war natürlich kein Ketter. Nichts der Dicker. Wie es heute ist, weiß ich nicht, aber anders ist es auf jeden Fall. Also, dann habe ich bei verschiedenen Münchner Geschäften, Gustermann, Küster, Pere, Ehrlicher, Hettli, habe ich Einwickelpapier geholt und habe dann eine Grafik vom Dantler in Nissergassel schöne Pakete machen lassen. Dann hat dann gesagt, das ist eine Tombola. Ja, die Münchner seriöse Geschäfte für uns gestiftet haben. Und zwar für eine Kasse, Unterstützungskasse von Wirten, die unverschuldet in Not geraten. Aufbauen lassen mit diesem schönen Einwickelpapier und habe also das wiederholt, als die Firmen da diese schönen Präsente bereitgestellt haben. Daraufhin hat der Schwarz vom Hippodrom gesagt, Herr Kollege, für einen solchen Zweck haben wir schon eine Kasse. Da habe ich gesagt, für so einen edlen Zweck kann man gar nicht nur Kassen haben. Und habe den Lospreis auf 10 Mark festgelegt und die große Wahl im Lubeck angesichts dieses schönen Einwickelpapiers. Und dann hat der Jone vom Weinschiff, den ersten Preis habe ich gleich zum Anfang vergeben und habe ich mit dem Jörner Heide, mit dem Otgard Heidner Heide, habe ich vereinbart, dass er die Nummer 1 bekommt. Und habe dann gesagt, ich rufe die Nummer 1 aus, im Gegensatz zu anderen Geflogenheiten. Und die Nummer 1 ist der Hauptgewinn. Dann hat der Heide gesagt, ja. Und hat dann noch eine Zeit gesagt, ja, wo ist denn der Preis? Da habe ich gesagt, Schösch, der erste Preis ist nichts. Der hat einen Lacher kennen, die anderen haben auch mitgelacht. Und ich habe dann gesagt, du wirst sehen, dass der Preis wirklich der beste ist. Wenn du die anderen Der Hans Schottenhandel hat ein Notenpapier bekommen für ein Stück für Klavier aus dem ersten Weltkrieg. Am Mander steckt die Fahne raus. Ich habe gesagt, das wäre eine Unverschämtheit. Und der Joni hat einen Stiefel bekommen und die anderen eine Gasmaske. Also,
was ich wollte, das da aufnehmen. Wir haben ein zweites Mal eine solche Tombola nicht mehr abzugeben. Ja, das war eine Zeit als Familienwort. Dann muss ich ja sagen, weil ich zuerst den Thomas Wimmer zitiert habe. Der Thomas Wimmer hat ja nicht nur immer gesagt, nicht was, er hat ja einen Rick gehalten und nach jedem Absatz hat er gesagt, nicht wahr? Aber das habe ich nicht gehört. Und bei einem Starkbieranstieg, kann ich mich erinnern, hat er sogar eine Stanzel gezogen. Das hat man von den jetzigen Worten. Der letzte Oberbürgermeister nicht gehört, dass die da Flügel hinaufgegangen waren und so. Und da hat er den Röderjagd dabei gehabt, der hat ihn begleitet. Also, er hat dann einen riesen Erfolg gehabt und deswegen hat er noch eine Geschichte dazu erzählt. Und zwar von einem Gendarm Meier. Und der hat gestottert. Also man kann sowas halt gar nicht mehr erzählen, weil trifft man die Polizei ja an alles. Wenn man die beleidigt, die war übrigens schon 2 Jahre her mit dem damaligen Münchner Polizeipräsidenten beieinander gesessen. Und dann habe ich gesagt, er war nicht in Uniform. Sag ich, was bedeutet der blaue Stern da? Dann hat er gesagt, das bedeutet, dass ich bei der Polizei bin. Dann habe ich gesagt, da brauche ich doch ein Abzeichen, das geht mir doch am Schau. Das muss ich mir. Ich wollte dir ja von Thomas Wimmer erzählen. Der erzählt von diesem Skandal, den er folgenderweise geschildert hat. Also der Gendarm hat gestottert und er zeigt Folgendes. Stellen Sie sich vor, gehe ich unlängst in der Dachaustraße, wie in Sigi, ein Schwerverbringer. Habe ich gleich errettet. Gehen wir an der Bäckerei Wurber vorbei, sagt der Kerl, er will sich als Semikapper. Sag ich, ist schon recht, ich warte dabei heraus. Er wartet eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, geht rein, war da nicht der Schwerverbrecher da. Ja, haben die gesagt, der ist schon lange hinten dran. Ein Jahr drauf geht er wieder da. Wie sind die? Ein Schwerverbrecher. Habe ich gleich errettet. Geht an der Bäckerei hoch rüber vorbei, sagt der Kerl, er will sich wieder als Zyniker. Sag ich, geh nur rein, heute war die Kind.